In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Ein persönliches Hallo von mir. Wir waren gerade bei Toys R Us, wie ihr gesehen habt. Und vorher waren wir noch Auders Krankenkassenkarte abgeben beim Genetiker, weil wir das letzte Mal nicht dabei hatten. Die haben uns gestern angerufen. Ja, wir waren bei Toys R Us. Wir wollten ja für Lina ein Puppenhaus kaufen. Und wir haben gestern eins bei TK Maxx gefunden von Mickey Mouse. Das hat 30 Euro gekostet. Aber das war aus Plastik und das wollten wir nicht. Ja, Lina hat sich jetzt das hier ausgesucht einmal. Also wir haben das gestern bei TK Maxx gekauft. So, da. Happy, da. Neu, da. Das ist neu, ne? Ja, soll ich das aufmachen? Ja, auf. Ja, auf jeden Fall haben wir dann das Puppenhaus gestern gekauft, haben es aufgemacht, aber die Qualität war nicht so gut. Deswegen haben wir das wieder zurückgegeben und haben gesagt, wir machen mal Teil sowas. Ja, jetzt haben wir für denselben Preis ein Holzpuppenhaus gekauft. Das war im Angebot. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ist auch nicht allzu groß. Wir wollten jetzt nichts Großes für sie. Aber sie mag momentan Puppen total, deswegen passt das. Moment, Lina. Und es ist. Ja, ich muss das. Das kannst du schneiden. Ja, das. Soll ich das auch auspacken? Ja, da. Ja, ich muss das erstmal hier aufräumen. Ups. Guck mal, hier hast du das gleich schon dasselbe fast nochmal. So musst du das nochmal annehmen. Also das ist das Puppenhaus. Ich finde, das reicht voll aus, das ist aus Holz. Ne, Linusch? Das ist übrigens die Verpackung. Ich zeige euch das mal. Das hier, und das kann man zumachen und mitnehmen. So sieht das dann aus. Was da, Schatz? Toll, Timmy geht's hin. Ja, da. Kann der nicht sitzen? Da. Nee, der kann nicht sitzen an den Schirm. Außen will er. Nein, du. Ihh, Bubsi Abdelina. Musik.
So, ihr Lieben, wir haben jetzt mit Lena schon gegessen, gespielt. Hier ist ihr Kuchen, den räumen wir gleich noch auf. Lena hat heute wieder gebadet. Sie durfte heute baden. Und ja, ich habe heute einfach Fassolier gekocht, also einen Bohneneintopf mit Reis. Kann ich euch mal zeigen. Ich habe da dieses Mal aber, ich habe das Gefühl, Lia bewegt sich momentan ein bisschen weniger als sonst. Ich muss das mal beobachten. Ich habe den Boden noch gewischt, weil ich den Orangensaft umgekippt habe beim Kochen und das war nicht so schön. Ja, es gab Reis und Bohneneintopf, den sieht man jetzt nicht. Kann ich euch mal zeigen. Da sind auch grüne Peperonis drin. Ja. Nee, ich mache hier nichts mehr, Schatzi. Ich mache hier nichts mehr. Ich muss das Bad aufräumen. Komm, wir gucken mal, wie das Badezimmer aussieht. Ich muss den Mob auch waschen. Warte, komm, wir gucken mal, wie das Bad aussieht. Ja, jetzt müssen wir hier einmal aufräumen. Kannst du deine Pampers bitte in den Müll schmeißen, Lina? Pampers und Chipper dann, ne? Kann man mal den Gym wegnehmen? Guten Morgen, ihr Lieben. Ich mache gerade, wir haben mit gefrühstückt mit Lena. Oder ist gerade aufgewacht. Ich mache gerade Fassolier für ihn warm mit Reis. Der hat schon gestern fleißig gegessen, gestern Nacht. Jetzt esst ihr den Rest. Und ich habe noch zu viel Fassolier, das habe ich jetzt für seinen Freund eingepackt. Der wohnt nämlich allein. Ja. Nee, wir fahren mit dem Auto. Ja, aber ist jetzt kurz duschen und dann gehen wir auch raus. Wir müssen auf jeden Fall Fisch kaufen und ein neues Ladekabel, weil unseres ist kaputt. Sehr gut, oder? So, ihr Lieben, wir sind jetzt an der Bushaltestelle im Tarkan. Halt mal fest. Ich traue mich ja nicht selbst zu filmen. Aber film mal so, das kann mich nicht sehen. Ja, wir waren auf jeden Fall in der Stadt mit meiner Mama. Ich habe mir ein Akku-Ladekabel gekauft mit Audit, waren wir in den Arkaden und dann haben wir im Kalk haben Sardellen gekauft. Mama macht morgen Sardellen für Audit. Ja, in der Stadt gab es nichts. Wir haben auch nichts gekauft. Jetzt gehen wir auf die, also zu Audit. Was wir so angeboten bekommen. Ja, Kat? Hi. Ach, übrigens, Leute, Hakan hat uns gerade zum Essen eingeladen bei McDonald's. Und ihr glaubt es nicht, wir haben für vier Personen, vier Personen plus Lina, eine halbe Person, 40 Euro bezahlt. Wir hatten vier große Pommes, vier Getränke, insgesamt 28 Chicken Nuggets. Also, und Hakan hat fünf Burger gegessen, fünf Burger, Alter. Also dieses Fischmeck heißt es, ne? Fischmeck? Veggie, sorry. Veggie-Burger und ihr wisst, das ist schon fett. Naja. Jetzt warten wir auf unseren Bus, der kommt in 3 Minuten. Eigentlich wollten wir ihn vorher mitnehmen, aber wir haben schon 8 Uhr. Deswegen fahren wir jetzt alleine. Ne? Ja. Aufnehmen darf. Wenn ich aufnehmen darf, nehme ich auf und wenn nicht, dann nicht. Nein, nein, nein. Ich habe voll Durst, wa? Ich war lange nicht mehr um die Uhrzeit draußen. An einem Freitag. Aha. Mama. Kann man nicht. So,
ihr Lieben, Auto hat uns jetzt abgeholt und wir fahren jetzt nach Hause. Ich wollte mich ganz kurz verabschieden. Der Abend gestern war eigentlich ganz okay und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.